Hallo YouTube, mein Name ist Joao von Joao hilft dir und ich habe jetzt PC-Tipps und Tricks Nummer 12 für euch. Und zwar erkläre ich jetzt wieder mal, wie man sich neue Schriftarten herunterladen kann und dann auch auf dem kompletten Betriebssystem benutzen kann. Hä, auf dem kompletten Betriebssystem? Ja, ich meinte damit natürlich in alle Programme auf dem Rechner. So, also zum Beispiel in Microsoft Word, in Adobe Photoshop, in Sony Vegas. Funktioniert dann überall, beziehungsweise überall, wo eure Standard-Schriftarten auch drin sind, werden dann auch die neuen Schriftarten automatisch drin sein. Also, passt jetzt einfach mal auf. Und ja, wie beginnen wir das Ganze am besten? Wir beginnen das Ganze am besten, indem wir uns und jetzt zum dritten Mal Schriftarten runterladen, die auch Fonts aus dem Englischen genannt werden. Meine Lieblingsseite dafür ist dafont.com. Der Link ist dann auch in der Beschreibung drin hier unten. Okay, könnt ihr auf jeden Fall mal raufgehen. Ist eine empfehlenswerte Seite für Schriftarten. So, das hier ist die Startseite. Was sehen wir? Wir sehen die neuesten drei Schriftarten. Und wir könnten die hier gleich rechts per Download, also per Button, wo Download draufsteht, downloaden. Ja, und so schnell wird es dann auch gehen. Aber ich will euch natürlich alles haargenau erklären, wie was wo funktioniert. So, wie gesagt, wir haben hier drei Schriftarten schon, aber wir wollen ja eine größere Auswahl haben. Deswegen haben wir hier oben so ein Menü mit Kategorien, die hier einen roten Hintergrund haben, und ganz viele Unterkategorien, die da unterstehen oder rechts daneben. Und ja. Was es da so gibt, könnt ihr euch selbst anschauen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele: Cartoon, Comic, Horror, Chinesisch, Japanisch, Mexikanisch, Bitmap, Basic, Handgeschriebenes, Zeichen und Ferien. Also, wie könnte man dazu sagen? Ja, so themenorientiert, richtig. So, nein, hier sitzt keiner neben mir, neben mir, der mir das gerade geflüstert hat. Ich hatte das irgendwie wieder so im Kopf. Ihr könnt euch ruhig Sorgen um mich machen. Okay, dann ja, machen wir mal weiter. Wir suchen uns jetzt da irgendwas Schönes raus. Ja, was suche ich denn mal raus? Was könnte ich auch noch gebrauchen? Nehme ich jetzt mal Eroded. In der Kategorie Fancy. Eroded, 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 eroded. Da ist auch von eben von der Startseite dieses neueste Dingens Font da wieder. Und ja, ich sollte mal mich jetzt ein bisschen zusammenreißen und das Ganze mal ein bisschen professioneller rübergehen lassen, denn ja, denn ist so, ne? Ja, also was können wir hier machen? Wir können hier erstmal schon Schriftarten sehen und auswählen und dann hier auch noch auf den nächsten Seiten gehen und dann wieder auswählen. Und ja, aber das Ganze kann man natürlich auch noch ein bisschen verändern. Und zwar Custom Preview, Type Your Text hier. Hier können wir dann irgendwas eingeben, was wir sehen wollen. Das heißt, ja, wie ihr seht, ich habe das Video, die Aufnahme eben schon mal gemacht. Die wurde aber nicht wirklich was Gutes, also war mir ein bisschen zu lang. So. Und wenn ihr dann hier auf Submit geht, dann werden die Änderungen übernommen und dann könnt ihr die hier in der Preview sehen. So, ich nehme jetzt mal unseren Kanalnamen, Joao hilft dir. Denn Number per Page, wie viele Schriftarten, die ihr auf jeder Seite sehen wollt, 10, 20 oder 50, ist eigentlich auch eindeutig. Kennt man. Show Variants, da habe ich jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, was das bringen soll, aber ich brauche es auch nicht und ich klicke das nie an und ich habe trotzdem Schriftarten. Also, ja, könnt ihr ja mal selbst rausfinden und wenn ihr es wisst, dann einfach einen Kommentar darüber schreiben. So, Größe, wie groß das angezeigt werden soll, ist glaube ich auch selbstsprechend. Denn only fonts with accents or Euro. Ich weiß nicht wirklich, ob das Accents ausgesprochen wird. Korrigiert mich, schreibt das in den Kommentaren. So, kennt ihr ja langsam. Aber ich weiß, was das Ganze bedeutet. Dieses Accent bedeutet, dass die nur Schriftarten mit, wie es hier auch schon steht, Accent anzeigen. Und die Accents stehen in diesem Fall für
für Ä, Ö, Ü und teilweise auch noch SZ. So. Und die zweite Form, dem Accent, ist Euro. Und die zeigen dann nur welche an mit dem Eurozeichen. So, und jetzt können wir auch noch sortieren nach Popularität, nach Name oder nach die neuesten zuerst. Also ich denke mal, das ist auch selbsterklärend. Ja, wenn wir jetzt hier so eingeben, dann sehen wir das Ganze ja, so, wie wir es uns vorgestellt haben, beziehungsweise wie ich es mir vorgestellt habe. Jean hilft dir in ganz vielen verschiedenen Schriftarten. Rechtsklick, also nicht Rechtsklick, sondern hier rechts raufklicken, Download und dann ist das so. Ja, ich werde dann aber auch gleich noch erklären, wie man dann weitermacht. Aber jetzt wollte ich dann auch noch mal schnell zeigen. Ä, Ö, Ü, Ä, Ü, Ö und Eurozeichen. Dass das hier wirklich funktioniert und wie das funktioniert. Also wenn ich das jetzt hier einfach so hinter eingebe, mal gucken, was passiert, wenn die Schriftart das nicht hat. Okay, hier, die erste Schriftart hat Ä, Ö, Ä, Ü, Ö, also Ä, Ö, Ü, Akzent, aber das Eurozeichen nicht, so wie es scheint. Oder die zeigen da was ganz anderes an. Die haben gar nichts, die haben das, die zeigen da auch was ganz anderes an. Und ja, jetzt gehen wir mal dahin, also klicken die beiden an und mal gucken, welche Schriftarten wegfallen. Also, Beyond Sky müsste wegfallen. Mal sehen, ob PK und Co. auch wegfällt. Müsste eigentlich. Ja, das erste ist Birth of a Hero. Eine sehr bekannte Schriftart. Die war hier, glaube ich, als drittes oder viertes angeführt. Ja, als drittes. Okay. Also, ich denke mal, ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Und ja. Ich sag's jetzt noch zum dritten, vierten, fünften Mal. Wenn ihr hier rechts draufklickt, könnt ihr gleich downloaden. Aber ich werde auch noch ein bisschen mehr erklären. Hier steht Free for Personal Use. Das bedeutet, ihr könnt es euch gratis runterladen, benutzen, aber nur für private Zwecke, heißt es. Private Zwecke. Private Zwecke sind alle die Zwecke. Zwecke ist ein komisches Wort. Ihr könnt das für alles benutzen, womit ihr kein Geld verdient. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendein Profi-Fotograf seid und aus irgendeinem Grund auch immer euer Bild kaputt machen wollt, indem ihr da ne, mit dieser Schriftart da irgendwas noch raufkrickelt und dafür Geld verdient, logischerweise, dann dürft ihr das nicht. Mit dieser Schriftart, wo steht Free for Personal Use. Aber für alles andere könnt ihr das dann benutzen. Ich zum Beispiel dürfte es auch nicht benutzen in meinen Videos, soweit ich weiß. Also jedenfalls nicht aktiv. Oder wenn ihr zum Beispiel eine Homepage macht, wo ihr dann auch Geld kassiert. Wo dann auch Geld fließt. Da ist das dann auch verboten. Dann gibt es hier noch Demo. Das heißt. Also ich glaube, das sehe ich jetzt auch hier zum ersten Mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Naja, 30 Tage Demo kann ich mir kaum vorstellen, aber testet es einfach mal aus. Free for personal use, free. So, hier ist noch die andere Variante, free. Free, wenn da einfach nur free steht, free, dann könnt ihr damit auch Kohle scheffeln. Also, dann könnt ihr es benutzen, wofür auch immer ihr wollt. So, wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, dann sieht man zum Beispiel sowas, Two Font Files, was einfach nur bedeutet, einmal ist da drin in dem WinRAR-Ordner die Schrift da drin, die hier angezeigt ist, und eine, die ein kleines bisschen anders aussieht. Zum Beispiel eine in normal und eine bisschen fetter, keine Ahnung. So, ja. Und wenn hier nichts drüber steht, das heißt keine Angaben, die wissen vielleicht auch nicht, wer der Autor ist, und ja. Im Notfall würde ich nicht versuchen, das Ganze für kommerzielle Zwecke zu benutzen, denn es kann nach hinten losgehen, wenn ihr selbst auch nicht rausbekommt, ob die Schriftart denn nun frei ist, auch für kommerzielle Zwecke. Oh mein Gott, bin ich unprofessionell. Ich habe mich vergessen, bei Skype auf beschäftigt zu setzen. So, ich hoffe, das blieb jetzt das Einzige. Und ja.
Wenn wir uns dann eine Schriftart ausgewählt haben, hier kann man übrigens noch eine Spende an den Autor senden. Das heißt nicht Spende, weil er so ein armer Sack ist, sondern um Danke zu sagen. So, in Form von Geld natürlich, ne? Wenn ihr jetzt hier raufklickt oder auch da auf Download direkt geht, Download, dann könnt ihr es downloaden. Was hier auch dann nochmal ist, wenn ihr raufgeklickt habt, kommt hier eine Seite, vielleicht noch mit einem Beispielbild, wo er die Schrift da benutzt hat. Und dann hier die ganzen Erklärungen. Also ihr seht hier ein M und da seht ihr dann unten das M in der Schriftart von ihmchen. So, und das noch mit ganz vielen anderen Zeichen. Wow, sogar Copyright. Das Copyright-Zeichen ist hierbei. Jo. Und so weiter. Seht ihr, ne? Wisst ihr selbst Bescheid. Könnt ihr dann selbst mal überall durchgucken. So. Dann klicke ich jetzt noch endlich mal auf Download. Und gehe in meinem Fall auf Öffnen mit WinRAR. Ihr könnt euch auch die WinRAR-Datei mit runterladen, aber die braucht ihr ja nicht wirklich, denn die Dateien, die Schriftarten sind meistens so winzig, die könnt ihr dann da rausnehmen und dann hat sich's auch gehabt. So, jetzt habt ihr hier die Schriftart. Was macht man damit? Auf Windows Vista und Windows 7 könnt ihr die hier einfach so rausziehen, also entpacken, einfach so rausziehen, zack, irgendwo hin. Und dann habt ihr die da, entweder auf dem Desktop oder in irgendeinem Ordner. Und da müsst ihr dann mit Rechtsklick raufgehen und auf Schriftart installieren klicken, heißt das, glaube ich. Und das war's dann schon. Dann habt ihr diese Schriftart in jedem Programm, wo ihr auch andere Schriftarten habt, zum Beispiel in Microsoft Word, in Adobe Photoshop, in Sony Vegas. So, das Ganze habe ich jetzt schon ein paar tausend Mal gesagt. Und oh, übertreibt nicht so, nicht paar tausend Mal. Ja. Okay. Die Endung ist meistens .ttf. Es gibt aber auch ein paar andere, die ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, denn ich bin keine Maschine, also meckert man nicht rum. So, was man aber auf Windows XP, so wie ich jetzt, denn machen muss, ist noch ein kleines bisschen anders. Ihr geht in die Systemsteuerung, kommt hier hin mit Start in der Systemsteuerung oder wenn ihr auf dem Arbeitsplatz seid, könnt ihr auch hier Systemsteuerung einfach klicken. Läuft auch selber hinaus, wie ihr seht. So, wenn bei euch das Ganze so aussieht, geht ihr hier einfach hin zur klassischen Ansicht wechseln, dann solltet ihr das hier sehen. So, dann sucht ihr euch den Ordner Schriftarten raus. Der sieht jedenfalls bei mir, ich habe ihn schon ein bisschen anders mal gesehen, aus wie ein geöffneter Ordner, wo ein grünes A rausguckt. Okay, ihr habt es jetzt ja auch gesehen, live und in Farbe. Und ja, jetzt könnt ihr dann einfach nur, ja, einfach nur. Jetzt könnt ihr dann einfach die Schrift da drüber ziehen und da stand eben ein kleines Fenster Installationsstatus, was aber recht schnell geht, weil es auch nur so eine kleine Datei ist und eigentlich auch immer recht schnell geht. Und ja, und zack, bam! Boah, ich kann es nicht glauben, es ist schon installiert. PK und Co. Hier, also Adobe Photoshop, ihr müsst nicht mal neu starten, aber ich hatte jetzt Photoshop nicht mal offen. Und ja, ich würde euch dann jetzt das auch mal zeigen, wenn Photoshop nicht wieder abkackt wie vorhin, als ich das Video gedreht habe. So, PK und Co. PK Co. Steht hier. Zack. Und dann. Hallo Welt. Hallo Welt. Hallo Welt. So, und dann so könnt ihr dann auch eure Schriftart anwenden. Wie ihr Schriftarten in Photoshop anwendet, möchte ich jetzt in dem Tutorial nicht erklären, weil ich habe genug Photoshop-Tutorials, es werden auch immer wieder neue kommen. Und bevor ich jetzt noch groß eure Zeit stehle, sage ich mal, abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns, bitte, bitte kommt. Egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal wollte ich eigentlich sagen. Tschüss.